Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen Overwatch und das Ganze ist ein sehr spontanes Let's Play, denn ich habe Overwatch gestern zum ersten Mal, ja, gespielt, weil ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich dachte nicht, dass es mir so sehr gefällt, wie es mir gefällt. Ich dachte, naja, das Spiel wird ein bisschen, oh ja, weiß nicht, ich wollte es halt nur mal ausprobieren und ja, jetzt habe ich gestern, ich glaube, 4 oder 5 Stunden gespielt, deswegen bin ich hier oben auch schon Level 6, deswegen, ja, wie man sieht, falls man den erkennt, ich habe jetzt schon meine Heldenklasse gefunden und zwar spiele ich des Öfteren immer, oder bis jetzt habe ich nur Bastion gespielt, weil den finde ich irgendwie am besten, den finde ich irgendwie am coolsten und der ist am einfachsten und am stärksten. Ich wage jetzt mal auch zu behaupten, dass ich das gut kann. Zumindest gestern lief es sehr gut. Ja, und ich habe mir dann gedacht, weißt du, dann kann ich davon auch ein Let's Play machen, wenn ich das sowieso schon jetzt durchsuchte, irgendwie total extrem. So wie gestern, 4 Stunden waren ein bisschen viel. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur mal kurz reinschauen und sehen, wie das halt ist, ne? Weil, ne, Blizzard ist nun mal, finde ich super, ich finde Blizzard super, ich finde World of Warcraft super und ich finde Diablo super und das Ganze, aber ja, bei Overwatch war ich mir nicht sicher, wie toll das ist und naja, es ist wirklich ein sehr gelungenes Spiel, sag ich mal. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ja, was machen wir jetzt? Ich wollte mir einfach mal die Freiheit nehmen hier, euch den, ja, ich zeige euch mal erstmal kurz ein bisschen den Bastion. Also einen kleinen Guide oder Einführung in den Bastion-Typen. Dafür machen wir einfach hier Kampf gegen die KI. Einfach nur, um das ein bisschen zu zeigen. Natürlich ist das hier alles online, deswegen müssen wir abwarten. Und suchen, suchen, suchen. Und ach, was, man sieht hier schon, wie viele Helden es gibt. Also, und ich habe bis jetzt ja, wie gesagt, nur einen gespielt. Toll. Aber hier davon schnacken, dass er zu viel kennt. Ja. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich finde, die Grafik sieht echt schön aus. Also, ja, so ein bisschen hübsch gezeichnet. Ist jetzt nicht so eine Real-Life sonst was Grafik. Ja, machen wir. Dafür wählen wir Bastion, weil er ist ein Defensiv-Charakter. Ne? Und es gibt mehrere Charakterklassen. Offensiv, Defensiv, ein Tank und, naja, Unterstützer halt, wie man hier schon so ein bisschen sieht. Und Bastion ist ein Defensivcharakter, der sich in ein, naja, Stange, also in ein Stand-MG verwandeln kann. Gatling Gun, besser gesagt. Jetzt müssen wir erstmal zu dem Punkt hingehen, wo wir, das sind jetzt schon alles echte Spieler, also eine echte Spielergruppe gegen den Computer, deswegen. Und ja, den spiele ich am liebsten, weil wir können uns in einen Panzer verwandeln. Wir können uns, was das Wichtigste ist, selbst heilen. Aber da komme ich gleich mal alles zu, was ich so ein bisschen zeigen kann. Wie man sieht, alle laufen schneller als ihr. Finde ich toll. Aber wir sind ja auch ein dicker Roboter, also. So, wir sollen hier diesen Ort sollen wir verteidigen. Also versuchen wir uns irgendwo zu platzieren, was höher gelegen ist. Weil wir sind ja eher so der Defensivtyp. Ah, die kommen von da an rein, okay. Ich muss mich auch erstmal orientieren, weil die Karten und sowas, ich kenne das ja auch alles nicht, ne? Also ist jetzt ja nicht so, dass ich mich sehr damit auskenne. Aber wir verwandeln uns jetzt schon mal in eine Gatling. Und jetzt warten wir einfach darauf, dass die Feinde hier durchkommen. Jetzt können wir uns nicht bewegen in dem Gatling-Zustand. Wir haben nur halt einen schnellen Angriff. Und jetzt müssen wir halt kurz warten. Man sieht sie schon. Und jetzt nageln wir sie halt einfach runter. Jetzt nageln wir sie ganz einfach runter und dann hat sie es erledigt. Und das Beste an dem ist, der kann sich halt reparieren. Und wir können die hier erstmal müssen wir hier. Dreifach-Kill haben wir schon geschafft. Ja, gegen Computer ist jetzt nicht so schwer. Und das Beste ist, wir können uns immer wieder reparieren. Weil er seine Selbstreparatur hat und ja. Das ist eine super Aktion. Und das ist easy going hier. Deswegen, ich finde den so super, weil man halt, naja, diesen schnellen Angriff hat von der Gatling Gun. Man kann damit sehr viel Schaden verursachen. Wie man sieht. Gut, normale Spieler agieren ein bisschen intelligenter, natürlich. Aber im Endeffekt ist der echt geil. Und jetzt können wir zum Beispiel, jetzt können wir die Taste Q drücken. Wir haben auch das normale Gewehr hier, aber das ist eher so
So ein Zwischendurchgewehr. Wir haben jetzt unsere Spezialfähigkeit freigeschaltet. Und zwar den Panzer. Also, wenn sie jetzt gleich angescheißert kommt, wir reparieren uns schnell mal. Jetzt haben wir wieder 100 Leben. Was ich immer super finde. Weil das Beste in solchen Kämpfen ist, glaube ich, sich selbst heilen zu können. Jetzt gehen wir einfach mal hin, verwandeln uns in einen Panzer und können jetzt mit dem Panzer halt sehr schnell sehr großen Damage machen, auch Flächenschaden-Damage. Und damit ist das halt echt am besten. Am besten für den Angriff geeignet, finde ich, den Panzer. Also diese Gatling ist halt eher zum Verteidigen, der ist eher zum Angriff. Geh mal weg da. Wie man sieht, ist das gut, gegen Computer ist jetzt kein Vergleich, das ist halt nur zum Zeigen. Ein Computer agiert hier nicht sehr intelligent, muss ich sagen. Wir verstecken uns einfach wieder hier hinten, verwandeln uns in ein so ein Ding und zibbeln einfach ein bisschen rum. So, Doppelkill, alles erledigt. Hier, 20 Spieler habe ich bis jetzt getötet, ohne zu sterben. Aber wie gesagt, das ist hier keine Herausforderung. Die laufen einfach immer in die Geschütze rein und geben sich nicht wirklich Mühe, die KI. Die KI ist nicht wirklich intelligent gehalten. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann, dass es schwerer sein kann, aber so ist es halt wirklich einfach gehalten. Man sieht sie da schon kommen, weil irgendjemand diese Technik macht, dass man die sehen kann. Aua. So, jetzt reparieren wir uns wieder, weil wir wurden einmal getroffen. Können uns wieder in einen Panzer verwandeln, also das lädt sich mit der Zeit auf, der Panzer. Das lädt sich halt mit der Zeit auf. Guck mal, die kommen immer von derselben Seite. Ist ein bisschen eigenartig. Aber gut, ist KI. Wie gesagt, nur zum Zeigen. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Warten, bis sie halt kommen. So, jetzt gehen wir in den Panzer. Wir können damit jetzt wunderbar auf alle schießen. Wie verrückt. Und als Panzer macht man halt so viel Schaden. Und hat auch wesentlich mehr Leben. Dass das echt angenehm ist. Also wenn sehr viele von den Gegnern auf einen Haufen sind, ist der Panzer wirklich unbezahlbar, weil der halt diesen AOE-Explosionsdamage macht, ne? Logischerweise. So, jetzt warten wir mal wieder, bis welche kommen. So, hier mal ein bisschen... Hey, wir wollen nicht sterben. So, den haben wir noch erledigt. Schnell nochmal kurz heilen. Also bei KI möchte ich hier bestimmt nicht sterben. Das ist ja peinlich. Ah, kaum verteidige ich hier nicht, ne? Man sieht, es hängt alles an mir ab. Das ganze Spiel hängt an mir ab. Und diese Waffe ist halt, das nennt sich halt Aufklärer. Und ja, das ist jetzt nicht so, dass das... Hilfe, der Typ explodiert. Suizide. Hier hinter mir ist nichts. Ach doch. So, geh mal weg da. Hier heilen wir uns mal ganz kurz. Dann können die anderen das erledigen. Oh Mann, du. Bemüht euch mal. Ich geh jetzt in den Panzer. Komm, ist egal. Na, jetzt habe ich den verschwendet. Naja, egal. Da kommen die ja schon. So, ordentlich reinhaut. Jeder Charakter ist dann halt, ja, einzeln immer was Besonderes halt. Aber ich glaube, es gibt auch keinen besseren oder stärkeren Charakter. Oder Held. Die sind ja hier eigentlich Helden. Die Geschichte dahinter ist ja eigentlich, dass wir ehemalige Helden sind. Deswegen. Und ich finde den halt echt am besten, weil der... Weiß ich nicht. Irgendwie macht der total Spaß. Oh, wir sind nicht Highlight des Spiels geworden. Da sieht man halt immer, wer der Beste im Spiel war und alles. Dann wird so ein bisschen die besten Momente rausgezeigt, wie stark der war und was der so für tolle Tricks gemacht hat. Die waren viel highlightiger, das weiß ich genau. Am Ende kann man hier noch bewerten, wie gut diejenigen waren und sowas. Hier, ich kann mir jetzt selbst einen Punkt geben, Like geben oder so. Hier gebe ich das und dann habe ich 3 Likes und ja, im Endeffekt... Ich glaube, das bringt nicht sehr viel. Im Endeffekt macht das, glaube ich, nicht sehr viel aus. Und man... Naja, man geht halt hier langsam Level ab und damit wird es halt auch immer schwerer. Also je nachdem, du wirst dann halt immer ein bisschen mehr eingeteilt. Erster Sieg des Tages, 1500 EP dazu. Mhm. Gut. Jetzt würde ich aber sagen, das haben wir gesehen. Suche abbrechen. Und Highlights.
Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Irgendwelches Highlights-Gedingse. Muss ich mir selbst erstmal anschauen. Also, ich kenne mich jetzt auch nicht hier vollends aus, weil, wie gesagt, ich habe nur 4 Stunden gespielt oder so. Ich kenne noch nicht alle Karten. Glaube ich, dass ich noch nicht alle Karten kenne. Ja, das sind wir. Und jetzt, naja. Achso, das ist unser eigenes Highlight, wie toll wir selbst sind. Ja, ja, ich weiß, ich bin der Beste. So, und yeah, voll abgezogen. Ach ja. Schön. Kann man das auch mal sehen. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen ein normales Spiel gegen normale Gegner, wa? Schnellsuche gegen die KI. Trainiere deine Fähigkeiten gegen ein Team von KIs. Ändere die Spielregeln. Aha. Habe ich noch nie gemacht. Das hier hinten habe ich noch nie gemacht. Ich würde mal sagen, wir machen auch erstmal wieder nur eine Schnellsuche. Einfach nur, um zu schauen, was denn da noch so kommt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die anderen Charaktere oder Helden, ich muss es mir mal angewöhnen, die Helden zu nennen. Andere Helden werde ich bestimmt auch spielen, aber hauptsächlich die Bastion, weil, weiß ich nicht, hat man ja gesehen, ich finde den super. Irgendwas aus dem Hintergrund auf jeden Fall. Ich hasse es, Nahkämpfer zu sein. Ich bin kein guter Nahkämpfer. Ich bin ein furchtbarer Nahkämpfer, war ich schon immer. Bei jedem Rollenspiel oder bei jedem Spiel muss ich immer irgendetwas sein, was von der Ferne angreift. Am liebsten eigentlich ein Magier. Aber na gut, jetzt bin ich halt ein Geschütz. Ist ja dasselbe, ne? Ob nun Magier oder Geschütz, kommt eigentlich auf dasselbe hinaus. Dann wollen wir jetzt mal schauen, ob wir irgendwas geschätzte Zeit... Was? 15 Minuten? Ne, 15 Sekunden. Jetzt warten wir. Und man kriegt halt mit jedem Level-Up kriegt man so eine Lootbox und da sind dann verschiedene Skins drinne und verschiedene Sprüche, die man dann haben kann. Aber ich meine, wir sind ein Roboter, wir machen sowieso nur Bibo-Büb. Also wirklich viel machen wir da nicht an Geräuschen. Während des Wartens stöbern. Wir warten jetzt erstmal, wie gesagt, ja, gefunden. Dann gibt es hier halt Lootboxen und jetzt ist es weg. Ich habe für mich selbst gestimmt. Aha, toll. Glückwunsch. Wer auch immer. Numbani. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten es gibt, ehrlich gesagt. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ja, wir sollen uns für den Angriff bereit machen. Ich nehme trotzdem den. Auch wenn wir für den Angriff sind, aber ist mir eigentlich relativ Wumpe. Voice-Chat-Team beigetreten. Drücke Zirkumflex, um zu sprechen. Ich weiß gar nicht, welche. Was ist denn? Ich habe noch nie auf meiner Tastatur eine Taste namens Zirkumflex gefunden. Also, keine Ahnung. Muss ich eigentlich nochmal in den Optionen nachgucken, was jetzt die Push-to-Talk-Taste ist, damit man auch ein bisschen was hört, wenn irgendjemand was sagt. Also bei solcher sowas sagt ja eigentlich kaum irgendjemand was. Aha, Arrivals. Okay, okay. Hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Was? Was habe ich gerade gedrückt? Jetzt ist halt erstmal Vorbereitung. Wir müssen uns dann erstmal umschauen. Stirb, Koffer! Ich hasse dich! Dich und deine ganze Sippe. So. Ich sollte vielleicht nicht auf die Koffer schießen. Scheiß Check-In-Schalter, ey. Hab mich schon immer gestört. So. Nein, ich mach nicht alles kaputt. Warum sollte ich alles kaputt machen? Das ergibt keinen Sinn. So, wir sind jetzt diejenigen, die angreifen. Also das, was wir gerade eben gemacht haben, halt umgekehrt. Wir müssen diesen Punkt einnehmen. Oder einen Punkt einnehmen. Ja, ich gehe einfach mal Haupttür raus, wa? Oder? Ist das intelligent? Ich weiß das selbst nicht. So, in 6 Sekunden geht's los, denn wird das ein richtiger Kampf. Aber ich bin sowieso der Beste. Werdet ihr sehen, ich bin der Beste. Glaubt mir, oh, ich hab Angst. Nee, doch nicht. Ja, mach ich. So, jetzt müssen wir halt verschiedene Punkte einnehmen, beziehungsweise Punkt A und Punkt B einnehmen. Ich muss erstmal echt schauen, wo hier... Aua, ich wurde schon angeschossen. Ich heile mich erstmal. Hat er uns einfach... Ich hab den oben auf der Balustrade gesehen, den Typen. Also so ist es nicht. So, wir gucken mal, dass wir uns irgendwie anschleichen und von hinten reinkommen oder sowas. Und weg. So, wir müssen versuchen, den Punkt da unten einzunehmen. Das war doof. Gut, da unten ist ein Geschütz, also so ein selber wie ich auch. Das war jetzt doof. Man kann immer eine Killcam gucken, die habe ich jetzt aus Reflex weggedrückt. Und jetzt können wir uns halt beobachten, was die anderen so machen, während wir respawnen. So, und der Punkt wird schon eingenommen, wie ich sehe. Das ist super. Das ist sehr gut umkämpft, ja, aber das könnten wir trotzdem bestimmt hinbekommen. So, ich verstecke mich mal hier hinten.
Mal sehen, ob irgendetwas hier... Ah, okay. Jetzt sollen wir das Ding begleiten zum Zielpunkt B halt. Scheiße. Ja, dieses Ding. Ich hasse diesen Samurai-Typen, ne? Der ist echt mies. Der ist echt richtig mies. So, weil ich ja ein Geschütz bin, ich möchte gerne da oben rauf. So, und jetzt stellen wir uns einfach hier oben rauf und sind Geschützturm. Und fahren halt mit dem Wagen mit. Finde ich intelligent, finde ich gut. Jetzt hätte ich am liebsten noch einen Tank vor mir, der so ein Schutzschild machen kann. Dann hat sich's eigentlich erledigt, aber gut. Man kann ja nicht alles im Leben haben. So, den haben wir ein bisschen Damage verbreitet. Einmal kurz nachladen. War zum ungünstigen Zeitpunkt. Erledigt. Scharfschützen haben wir erledigt. Scharfschützen sind hier richtig mies. Mist, den kriege ich da oben nicht. Den kriege ich auch nicht. Oh, das ist aber diesmal sehr einfach. Das ist aber diesmal sehr einfach gehalten. So, Checkpoint haben wir erreicht. Den haben wir erledigt. Fahr weiter mit. Ja, es ist schon ganz angenehm. Heute ist aber sehr angenehm. Also das ist eine super Truppe, die wir hier gerade haben. Das ist auch weltweit, also. Und nee, ich glaube, das ist europaweit, nicht weltweit. So, aua, aua, aua. Ja, gut. Da sind zu viele. Wir können es auch in einen Panzer jetzt verwandeln. So, und das ist jetzt die Killcam. Wir wurden halt jetzt vom Kanonenturm angegriffen. Den irgend so ein Zwerg gebaut halt. Also mit allen Techniken und Fähigkeiten kenne ich mich von den anderen auch nicht aus. Wie gesagt, ich habe bis jetzt nur den gespielt, deswegen... Aber macht ja nichts. Man muss ja auch nicht immer Auswahl haben. So, schreit mich hier irgendjemand an. Sie haben dort ein Geschütz. So, und jetzt greifen wir halt einfach an. Bup, bup, bup. Naja, Doppelkill. Nee, ich glaube sogar Triplekill, so wie ich gesehen habe. Waren halt nur keine anderen mit dabei gewesen. Schade. Ich finde das immer ganz lustig mit der Killcam, weil es ist interessant zu sehen. Erstmal, wenn man irgendwo ein Geschütz hat oder sowas, dann wird das nämlich verraten. Was vielleicht nicht gerade so intelligent ist, weil, ne? Naja. Das ist gut, danke. Ich möchte auch gern was sagen, aber ich sag irgendwie nie was. Ich mach, wie gesagt, ich kann nur Bibu Bibu machen. So, kriegen wir die letzten Meter hin? Scheiße, okay, was war das denn? Das war irgendwas Hardcore-Damage-mäßiges, ich weiß auch nicht. Der da war das, ich weiß nicht, wer das ist. Der hat gar nicht mal so wenig Damage gemacht. Ja, nur noch 2,9 Meter, dann haben wir das. Dann haben wir die Fracht ins Ziel gebracht. Scheiße. Die wandert zurück, die Fracht, also... Wir müssen wieder mehr Leute dahin bekommen. Wir müssen uns quasi mal ein bisschen besser aufstellen. Ja, machen wir. Okay, jetzt ist es umkämpft. Ergo, so viele Leute wie da sind. Mal sehen, ob wir den... Kriegen wir den irgendwie? Sind ein bisschen verletzt. Aua, wir sind sehr doll verletzt. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen von hinten. Scheiße, der hat uns schon wieder überrascht. Ah, Mann. Machen wir mal ein bisschen von hinten und dann kommt der von hinten. Voll fies. Naja. Wir werden schon gewinnen. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Das ist easy going. Easy going. Muss ich mal sehen, wie ich das alles schneide. Eigentlich müsste ich ja von Match zu Match schneiden. Je nachdem, wie lange die gehen. So. Au. Hast du das, wenn die so schnell hin und her laufen können? Alter, warum machen die mehr Damage als ich? Warum treffen die mich? Wer ist denn das überhaupt? Ach, dieser scheiß Ninja-Samurai. Scheiße, das ist okay. Der Ninja-Samurai hat die fiese Fähigkeit, wie man da schon... Naja gut, das ist jetzt nicht der Tipp, aber der kann Schaden reflektieren und... Wie man gerade gesehen hat mit seinem Schwert, hat er meinen Schaden von der Gatling reflektiert und deswegen sind wir gestorben. Das ist mies. Ja.
So, wie viele sind wir denn da vorne? Null, wie ich sehe. So, den haben wir noch erledigt. Gott sei Dank. Nein, ich habe keine Angst. Ich habe nie Angst. Ich heile mich jetzt erstmal. Ach, ich liebe das. Wir waren so gut wie tot und können uns jetzt wieder voll hochheilen. Gehen wir meinen Kollegen helfen, wa? Warum ist denn der jetzt eingefroren? So. Ich hasse diesen Ninja-Scheiß hier. Ah, wir haben noch 4 Leben. Das ist nicht viel, aber wir können uns zum Glück wieder hochheilen. Was auch relativ schnell geht, also. Ja, ich kümmere mich drum. Wo sind sie denn? So, voll hochheilen. Abstand. So, jetzt muss man auch noch reden. Da ist das gleich ein bisschen komplizierter. Aber Hauptsache immer wieder hochheilen. So, ich bleib mal hier hinten stehen. Und kümmere mich um den Panzer. Gut, der Panzer ist weg. Ich hätte jetzt zwar eine erledigt, aber es geht noch. Yay, gewonnen! Sieg! Easy going, war ja gar nicht so schwer. Oh Mann. Das war unser Team. Aus, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Widowmaker. Das ist der Scharfschütze. Den hasse ich. Müsste ich eigentlich auch nochmal spielen. Ich liebe Scharfschütze zu sein. Ich bin aber kein guter Scharfschütze, aber trotzdem. Trotzdem bestimmt ganz geil, so aus dem Hintergrund zu agieren und... Ja. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. So, jetzt können wir hier wieder ein paar Likes verteilen. Ja, weil der in unserem Team war, kriegt der ein Like. Weil der in unserem Team war, deswegen. Hier oben können wir auch noch Matchbewertung machen. War ein super Match. Weiß gar nicht, ob das irgendjemand sieht. Und Level Up? Nö. Okay, das dauert jetzt wohl echt wieder länger. Die ersten Level gingen natürlich ein bisschen zackiger. Und ihr nächstes Match beginnt auch schon in einer Sekunde. Also es ist sehr... Ja, sehr von wenig Wartezeit